So, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Let's Play WWE SmackDown vs. Raw 2008. Eine weitere SmackDown-Ausgabe steht an, die erste SmackDown-Ausgabe nach Judgment Day. Und ich habe mir schon die Matchkarten in der letzten Episode zusammengestellt. Ich hoffe, die ist einigermaßen okay. Und wir lassen die ersten Matches simulieren und warten dann auf das Match, was ich denn spielen werde. Und zwar Jeff Hardy gegen CM Punk, was einigen von euch ja ein Begriff sein sollte, ne? Gut, bestätigen. Ich guck nochmal ganz genau, ob ich wirklich die Promos aus diesem Mal gefüllt habe mit Werbepromos, damit wir ein bisschen Geld scheffeln können, weil Vertragsverlängerung steht natürlich an. Bestätigen. Du gelangst weiter zur Show. Ist klar. So, erstmal ein Filler-Match, dass möglichst viele Leute irgendwie benutzt werden, simulieren. Sheamus debütiert im Prinzip bei SmackDown somit. Ergebnisse simulieren und wir haben einen Sieger mit Batista und Y2J. So, die WWE Tag Team Championship stehen mal wieder auf dem Spiel. Ich habe zufällig irgendwelche Opponents genommen, die relativ hohe Popularität haben. Und das waren jetzt Randy Orton und Hulk Hogan gegen die aktuellen Tag Team Champions Big E Langston und den Ultimate Warrior. So, was sagen die? Und die Champions verteidigen ihren Titel. So, ich muss meinen Titel verteidigen gegen R-Truth. Der war ein Herausforderer für die Cruiserweight Championship und hatte dazu noch eine höhere Popularität als ich. Deswegen habe ich ihn genommen, simulieren und wir haben einen neuen Cruiserweight Champion. Herzlichen Glückwunsch, R-Truth, ey. Mann, das ist ja toll gewesen. So, Main Event lassen wir noch eben simulieren. Die Fehde Edge und Undertaker gehen immer noch weiter. Brian auch noch irgendwie am Start. Simulieren. Mal gucken. Und ja, das Handicap-Match gewinnen Brian und Undertaker. So, jetzt kommt unser Match hier, was wir uns angucken werden, beziehungsweise was ich spielen werde. Matchregeln. Flucht durch die Käfigtür mache ich wieder aus. Das ist nämlich doof. Macht das auf die coole Art und Weise. Ich spiele auf Legende, wie ihr wisst, mittlerweile. Und ich spiele heute mal Jeff Hardy. Und natürlich nicht vergessen, dass dieses Let's Play euch präsentiert wird von WrestlingGames.de, der Seite für Wrestling und MMA Games. Ich habe übrigens mittlerweile eine neue PCSX2-Version hier am Start. Das heißt, dass die Matches ein bisschen flüssiger laufen sollen, wenn alles gut geht. Aber auch nur ein bisschen. Wenn man noch nicht auf Fullspeed, jedenfalls Singles Matches schon. Aber nicht. Oh, scheiße, jetzt habe ich HUD nicht an. Die wollte ich eigentlich standardmäßig auch noch anmachen. Egal, kriegen wir hin. Und ich habe bei Moveset von Jeff Hardy ein bisschen was geändert, weil ich gesehen habe, der hat keinen ordentlichen Twist of Fate als normalen Moves oder als Finisher. Der hat als Finisher die Swanton Bomb. Und den Whisper in the Wind. Jetzt habe ich ihn den Whisper in the Wind als normalen Move reingehackt. Und. Na. So. Und den normalen Twist of Fate als Finisher eingestellt neben der Swanton Bomb. So, Jeff Hardy, der war ja auch schon im Spiel. Aber wie gesagt, mit einem anderen Attire hier jetzt importiert worden. Alle Mods sind verlinkt in der Videobeschreibung, beziehungsweise in der Videobeschreibung findet ihr eine Übersicht vom Roster, wo ihr dann die jeweiligen Links sehen könnt, wo ich die Mods her habe. Und hat nichts gebracht, da wir nur Highflyer sind. Sonnenmist aber auch. So, take das, Punk! Take das! So, Punk, was ist Punk eingestellt? Ist er hier Face oder Heel? Bin mir nicht ganz sicher. Dann machen wir doch mal einen Running Move, aber wenn gekontert, nein, doch nicht. Mit einer Hurricane Rana mit anschließenden Punches ins Gesicht. Wie gesagt, ich habe auf Legende eingestellt, in der Hoffnung, dass die Matches dann nicht so langweilig werden. Aber aktuell, ich weiß noch nicht. Muss ich echt extra verlieren, oder was? Oder ich muss bei den KI-Einstellungen alles hochstellen? Ich weiß es nicht. So, Twist of Fate. Oh! Mit der Kader-Animation mit gekontert. Naja. Was will man machen, ne? So. Hatte ich eigentlich im Let's Play, also im ursprünglichen Let's Play, 24/7 Normal, würde ich mal sagen, Let's Play hatte ich dort auf Normal gespielt oder auf Legend? Bin mir nicht mehr sicher. Aber laut den Einstellungen hatte ich auf Normal gespielt. Da kam mir das viel schwieriger vor, oder? Oder? Bin mir nicht mehr sicher. Top Rope. Dann machen wir doch mal einen Elbow Drop nochmal. Und jetzt zeige ich euch mal den Whisper in the Wind, dass ich ihn auch wirklich als normalen Move reingehackt habe, weil es den anscheinend nicht auszuwählen gibt hier. Als normalen Move. Ey, ist scheiß rumgerollt, ne? Das geht dann wirklich auf den Sack. So, geht doch.
Ach ne, geht doch nicht, weil wir im Cage sind. Warum auch? Warum sollte es auch gehen? So, einmal den Twist of Fate zeigen. Badam! Und jetzt kann ich einmal hochgehen und probieren, ob es klappt. Achso, mit X. Mhm. Oh, das war überhaupt nichts. Überhaupt nichts war das. Okay, ich muss runter. Oder? Klappt das noch? Oh, klappt noch. Jawohl, gewonnen. So, Jeff Hardy würde in diesem Fall die WWE nicht verlassen. Ey, ich mach doch irgendwas falsch, ey. Ich spiele doch auf Legende. Ist das wirklich so? Naja, weiß nicht. Das war's also mit der Smackdown-Ausgabe. Was mach ich denn jetzt? Ich könnte jetzt die KI-Einstellungen ein bisschen verändern. Ich könnte ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich das machen werde, ob ich das machen soll. Würde mich interessieren. Ich gucke nochmal nach. Optionen. Legende. So, jetzt hoffe ich mal, wenn ich einmal weiter skippe, dass es jetzt einigermaßen Geld gebracht hat. Hat sich wer verletzt? Auslaufender Vertrag, die muss ich verlängern. Mein Vertrag läuft in einer Woche aus. Willst du neu verhandeln? Ja, will ich bitte. Zeit, andere Shows aufzumischen. Ist zwar nicht gerade deine Feinde, aber du könntest negative Punkte auf deine... Ja, ich glaube, das muss ich mir machen, um die Shows des anderen GMs zu beeinflussen. Steuern sie jemanden in die andere Show ein oder verdirbt die Werte, indem du die Fans über die Machenschaften der anderen Show wissen lässt. Aber Vorsicht, das kann auch nach hinten losgehen. Ja, da habe ich ein bisschen Angst vor. So, Finanzen. Was habe ich jetzt reingekriegt? Wie sieht der Gewinn aus? Ah, 500.000. Oder 600.000. Ich muss mal gucken jetzt bei den Vertragsverlängerungen. Wer ist denn jetzt alles... Die Verletzungen sind immer noch am Start, ey. Kann ja nicht sein. Vielleicht spielt das denn bloß ab... also danach denn. Was wollte ich nachgucken? Auslaufender Vertrag. Wer muss verlängert werden? Punk und Cesaro. Die muss ich auf jeden Fall verlängern. Ich mache erstmal nur 5 Wochen, weil ich mir was anderes erstmal nicht leisten kann, würde ich mal behaupten. So, 5 Wochen. So, 5 Wochen bitte. Und Punk ebenfalls. Batista läuft denn aus. Vertragsoptionen. So, Punk. 5 Wochen bitte. Okay. Wie sieht's aus bei der Power 25? Ist sie mittlerweile aktualisiert worden? Müsste... Ja, eigentlich. Hä, ja, was ist denn mit... warte mal. Popularität? Doch. Ach, weil er in einem Stable ist mit Orten oder was? Das ist ja mistig. Haha. So, wie sieht's denn allgemein aus? Hat The Rock 100 oder... Was? Aber ich hab doch 95! 99! Mit Edge. Nur weil die verfickte Stable sind oder was? Oh, da muss ich das. Oh, pass auf, ich pack jetzt aus dem Kack Stable raus, ne? Das machen wir schnell. Speichern mal eben. Und dann mache ich das scheiß Stable kaputt, ey. Ich mach das kaputt. Kann nicht angehen. Hab so einen Top-Superstar wie Edge. Und nur weil er im Kack Stable ist mit Randy Orton, der nicht zieht, kriegt er nicht die Nummer 1-Spot. Das ist ja irgendwo auch nicht so nett, ne? Muss man ja mal sagen. So, aber es ist auch scheiße, dass man erst hier rausgehen muss. Oh nein, wir haben Erstellen-Modus. So, Stable. Rated RKO, wo haben wir jetzt? So, da. Bitte einmal löschen. Jo, weg damit. Ja, bitte auflösen. Bitte speichern, ja. Genau. Sophia. Okay. Okay. So, dann einmal. Achso, die Hintergrundmusik natürlich wie immer von Shira.de. Link ganz unten in der Videobeschreibung. Weiter. So, jetzt. Ich wollte ja eigentlich die Fede jetzt machen. Cesaro gegen Jeff Hardy. Aber wenn ich mich erinnere, ist Cesaro ja verletzt, ey. Was das immer soll. Was das immer soll. Dann lasse ich die Feder erstmal laufen noch weiter. Wie waren denn die Ratings überhaupt? Das wollte ich noch nachgucken. Das habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Ne, 3 Sterne. Okay, 3, 3, 3, 3,5. 4,5 wird immer besser. Das heißt, ich muss noch die Popularität von anderen Leuten ein bisschen tanken. Ne? Wen nehmen wir uns denn diese Woche vor? Wen wir unbedingt pushen werden?
Dann sage ich doch einfach mal, wir werden Cesaro auf 90 pushen. Das wäre zweimal. R-Truth möchte ich nicht unbedingt pushen. Oder ich... Nee, ich push diesmal nur Punk. Dass der erstmal, weiß ich nicht, auf 90 circa kommt. Mich müsste ich eigentlich auch pushen. Aber ich kann ja... Mann! Nur bloß so wenige, die ich damit beeinflussen kann, ne? Warte mal, wie sind jetzt die Zuschauerzahlen? Fansupport. Ja, ist gesunken wieder. Toll. Toll. Der muss ich auf jeden Fall in der nächsten Card mal das mit irgendwie Invasion des Brands machen oder so. Weiß nicht, ob das was bringt. Oder wie auch immer das heißt. So. Was Neues hier? Nee. So. Trophäentermin. Das heißt einmal Punk. Du darfst dich einer höheren Popularität erfreuen. Riesenerfolg, jawohl. So, nochmal. Trophäentermin. Und wieder Punk. Badam. Und nochmal. Ah, da müsste es irgendwie Makro geben oder so. Makro, nicht Makro. Da war's. Schon wieder vergessen, wo es war. Bada da 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 da. Sollte doch okay sein, alles so, ne? Trophäentermin. Einmal Punk wieder. Badam. Okay, wie sieht's denn aus mit dem nächsten Monat? ECW One Night Stand. Den könnte man ja mal. Da könnte man ja mal eine Invasion machen oder so. Bin mir nicht ganz sicher. CM Punk müsste ja sowas von ermüdet jetzt sein. Wie sieht's aus? Punk? Was, wie ist er auf 100 gekommen? Aber egal, Ermüdung ist ja. Ist volle Kanne. Ist egal. Ist egal, Leute. Ist egal. Die verletzen sich anscheinend nicht. Fünf? Er war doch. Wie viel hatte er? Hat er doch 70 gehabt, oder nicht? Egal. Dann ist Punk halt ganz oben. Das ist doch schön. Ist doch schön. Dann machen wir doch mal ein Main Event. Mit unseren vier Top-Superstars. Warum auch nicht? Beziehungsweise, nee, wir machen Brian. Oder? Warte mal, machen wir denn? Wir machen Brian gegen CM Punk als Main Event heute. Ja. Ja, warum nicht? Weil die haben eine gute Popularität. Beziehungsweise, komm, weil die so populär sind und Brian ja gar nicht in der anderen Fehde ist, packe ich die beiden in eine Fehde. Umstrittener Champion. Cruiserweight-Kollision, Raff, der größte aller Zeiten. Ich glaube, das ist eine andere Killer-Legende, okay. Umstrittener Champion, was haben wir noch? Schönste Grüße aller Zeiten. Der Verlierer muss gehen, nee, das will ich nicht. Trügerische Freundin. Rückkehr einer Legende. Nee, dann mache ich das andere hier. Der größte aller Zeiten. Machen wir bis Great American Bash. Und dann fangen wir eine Fehde an mit CM Punk. Ah, fuck! Daniel Bryan, die sind beide fair. Dann muss ich Punk Heel turn. Mann! Muss ich das danach machen? Kann ich diesmal kein Geld scheffeln? Weil ich Punk turn, ne, denn? Oder? Ja, ich, Punk muss ich turn. Punk turn ich denn. So, folgendes. Einmal machen wir noch. Moment. Promos. Promo 1 Slot. Machen wir den Turn. Punk bitte. So, Popularität 100, da kann er turn. Promo 2. Mal gucken, wie das geht. Fair und verwechselt Interviewraum. Fehlangriff, Werbespot. Pay-per-view High. Superstar, die andere Show aufmischen lassen. Das wäre was. Also muss ich das nehmen, ja? Das andere geht ja gar nicht. Ja. Das heißt. Oder was hier? Verleumdungsprogramm? Achso, nee, das hat er gesagt. Versuche, durch andere Show Gerüchte fernzustehlen. Cool. Dann machen wir das so. Unser Main Event wird dann. Na, dann machen wir einfach ein Tag Team Match. Nee, Quatsch, wir machen One-on-One-Match mit dem Manager. So, das wollte ich sagen. One-on-One-Match mit Manager. Dann haben wir gleich zwei Fäden in einem Match. Und 2 gegen 2, ne? Ja, Hardcore Einzel mit Manager und Manager. Machen wir ein Hardcore-Match draus.
Und Undertaker und Edge jetzt hier. Ich spiele dann mit Punk, würde ich sagen. Und da ich mal hoffe, dass ich gewinnen werde. Ja, eigentlich Daniel Bryan braucht Popularität, ne? Dann spiele ich mit Bryan. Dann kriegt Taker auch noch ein bisschen. Und dann so. Sollte klappen, so einigermaßen, ne? Okay. Mittlerweile sollten wir auch. Ne, Quatsch. United States Championship. Championship Cesaro, der ist ja noch verletzt. Ey! Mann! Können wir nicht nach Popularität sortieren, ey? Hardy kommt auf jeden Fall wieder in den Spot irgendwie. Und der, weil der immer gut ist. Ne, warte, den packen wir in den Opener. Oder wir geben ihn gleich. Ja, pass auf, wir machen als Opener Cruiserweight Championship. So, und daraus machen wir. Weiß ich nicht. Six-Man. Fatal 4-Way. Fatal 4-Way Ladder Match. Okay, Cruiserweight Champion. Wer ist der Champion? Champion ist R-Truth. Der verteidigt dann gegen Hardy. Das soll ja wohl gehen. Der andere wird mich stark wundern. So, Franz, lassen wir auch nochmal die Chance. Und wen können wir da noch einpacken? Rey Mysterio. Wir hatten zwar schon die Chance, aber egal, der ist gut populär. Und das sollte ein bisschen Sterne bringen. Hoffentlich. Tag Team Championships lassen wir wieder auf dem Spiel. Und geben nochmal The Shield in anderer Besetzung die Chance. Wenn das geht, Dean Ambrose kann ich reinpacken, okay. Dean Ambrose. Und dann. Toll. Ich kann Seth Rollins nicht reinpacken und Roman Reigns nicht, weil die zu unpopulär sind. Freue mich riesig. Da mit Chris Jericho an der Seite. Aber der hat doch 69 gehabt. Ich verstehe die Verteilung nicht. Mann! So, und dann brauchen wir noch das dritte Match. Cruiserweight Championship am Anfang. Da brauchen wir ein Filler-Match, ne? Ein Filler-Match. Wie sieht's denn aus mit. Wie viel Popularität hatte Sheamus? Wie viel Popularität hatte Sheamus? 64, gar keine, okay. Was haben wir denn da für ein Match? Da können wir doch am besten irgendwie Triple Threat. Ah, pass auf! Lassen wir einfach aus! Ganz easy! Können wir frei machen, so. Dann machen wir es so. Joa, warum nicht, ne? Dann fällt halt mal ein Slot aus. Ach ne, hier, das. Wollte gerade sagen. Das Match muss ich noch umändern. Jeff Hardy war jetzt im ersten Slot, ne? Hardy ganz vergessen. Kommt da ein cooles Match hin. Die neueste Championship Green habe ich nicht. Dann können wir doch eine Hardcore-Attraktion machen oder irgendwie sowas. Amateur und Two Tables Match. So. Und wir Wildcard-Style. Wer ist denn noch gut beliebt, ey? Orton 77. Okay, geht klar. Orton zusammen mit. Pass auf, dann packen wir dort das Shield rein. So, weil die hatte ich ja noch nicht benutzt. So, Dean Ambrose mit Seth Rollins. Wahrscheinlich das bessere Tag-Team. Technisch gesehen. Und jetzt brauche ich da noch zwei Leute. AJ ist also Fandango. Die sind so unpopulär, dann können sie. Okay, hoffentlich verlieren die dann, sodass die beiden dann populärer werden. Okay, aber den Ambrose habe ich schon irgendwo reingepackt, ne? Ja. Toll! Dann muss ich doch mit Roman machen. Roman! Machen wir so. Jetzt aber. Du hast die Matchcard. Ich hoffe, die ist einigermaßen okay. Und das war's für die heutige Episode vom GM-Mod wieder. Wir sehen uns dann morgen wieder um 18 Uhr. Bis dann, wünsche ich euch einen schönen Tag. Daumen hoch wäre cool. Euer Franz, euer Versorg. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.